Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Heute geht es mal wieder um einen sehr alten Cold Case. Zugetragen hat sich die Tat 1969. Genauer gesagt am 14. Mai 1969. Einen Tag vor Christi Himmelfahrt. Das Opfer war Ulrike Burmeister. Dieser Fall stieß ein bisschen an die letzten Videos an, die ich zu dem Thema des Serientäters Hans-Jürgen S. gemacht habe. Auch bei dieser Tat gehen wir davon aus, dass er vielleicht der Täter sein könnte. Später aber wurde der Görde-Täter Kurt Werner Wichmann mit der Tat in Verbindung gebracht. Und warum, das erkläre ich euch am Ende des Videos. Dargestellt wurde der Fall in der Aktenzeichen Y-Sendung vom 24. September 1971. In der Einleitung des Filmfalls spricht Ide darüber, dass man bei der Tat von einer zufälligen Begegnung ausgeht, obwohl die kriminaltechnischen Untersuchungen den Tathergang bisher nicht genau rekonstruieren konnten. Und ansonsten meinte Ide, dass Ulrike den Täter dann nur ganz kurze Zeit, vielleicht wenige Minuten vor der Tat kennengelernt haben könnte. An dem Tattag, dem 14. Juni 1969, kurz vor 20 Uhr, fährt die 14-jährige Ulrike Burmeister von ihrem Wohnort Adendorf mit dem Fahrrad nach Lüneburg. Die Stadt ist ungefähr 5 Kilometer entfernt. Das Fahrrad, welches sie für die Fahrt benutzt, hat sie von ihrer Nachbarin geliehen. Ulrike ist eine durchschnittliche Schülerin, hat jedoch Probleme mit dem Fach Mathematik. Sie hatte ein paar Schwierigkeiten. Und um sich auf die nächste Klassenarbeit vorzubereiten, will sie an diesem Abend einen Bekannten ihrer Eltern besuchen. Dieser heißt Wolfgang Sundermann, so wurde auf jeden Fall in der Sendung genannt, und lebte in Lüneburg. Dieser ist technischer Zeichner und hilft ihr gelegentlich bei Schularbeiten. Kurz vor dem Erreichen von Lüneburg führt ihr Weg dann auch durch ein Waldgelände, dem sogenannten Lüner Holz. Und obwohl es inzwischen dunkel geworden ist, fährt Ulrike ohne Licht, da die Lampe des Fahrrads nicht funktioniert. Es ist gegen 20.30 Uhr, als Ulrike an ihrem Ziel, der Wohnung von Wolfgang Sundermann, in der Thorner Straße eintrifft. An diesem Abend ist Wolfgang Sundermann nicht allein, denn er hat Besuch von zwei befreundeten Mädchen und ist erstaunt, dass Ulrike ihn besucht. Normalerweise meldet sie sich immer an, was sie aber diesmal nicht getan hat. Anscheinend hat sich Ulrike an diesem Abend in der Gesellschaft der beiden anderen Mädchen nicht wohlgefühlt. Aber sie lässt es sich nicht weiter anmerken. Wie sich das jetzt geäußert haben soll, dass sie sich dort jetzt nicht unbedingt wohlfühlt, das wird nicht erklärt. Vielleicht war es so, dass der Herr Wolfgang Sundermann da irgendwas wahrgenommen hat oder die beiden Frauen dort. Und zum späteren Zeitpunkt, als diese befragt worden sind, dies dann vielleicht zu der Polizei gesagt haben. Ansonsten kann ich es mir nicht vorstellen. Eigentlich war sie ja wegen der Nachhilfe gekommen, aber dieser Grund gerät da so ein bisschen in Vergessenheit. In der Darstellung sitzt man da nämlich gemütlich zusammen und hört unter anderem Musik. Gegen 21.30 Uhr bricht Ulrike dann wieder auf, um nach Hause zu fahren. Wolfgang Sundermann erinnert sich dann später daran, dass er beim Abschied von Ulrike ein ungutes Gefühl hatte. Er hat ihr dann angeboten, wegen der fortgeschrittenen Zeit, sie nach Hause zu begleiten, denn er hat sie noch nie zu so später Zeit fahren lassen. Aber Ulrike lehnt dies ab und Wolfgang Sundermann spricht dann eventuelle Gefahren an, aber sie sagt dann: Ja, was soll mir denn schon passieren? Und Wolfgang Sundermann wird sich dann später Vorwürfe machen, denn auf dem Rückweg muss Ulrike dem Täter begegnet sein. Denn zu Hause angekommen ist sie nicht. Und die sofort durchgeführten Suchaktionen nach der Vermisstenmeldung bleiben zunächst ergebnislos. Erst 9 Tage später, dem Freitag vor Pfingsten, also dem 23. Mai 1969, entdeckt der Besitzer eines Wochenendhauses an der Elbe in der Nähe des Ortes Drage im seichten
Uferwasser die Leiche von Ulrike Burmeester. Der Ort Drage dürfte euch aus dem vermissten Fall der Familie Schulte aus Drage bekannt vorkommen. Um den Körper von Ulrike hat der Täter ein orangefarbenes Kunststoffseil geknotet und daran einen schweren Betonstein gebunden. Der Täter ging wohl davon aus, dass die Leiche dann auf dem Boden bleibt. Aber er rechnete nicht mit der Strömung und dem Auftrieb. Der Kripo ist zunächst die Art des Seiles unbekannt, denn so eines hat sie noch nie gesehen und sie gehen daher von einem Spezialseil aus. Die Nachforschungen der Kriminalpolizei ergeben dann, dass das Seil in einer Bremer Fabrik produziert wurde und im Starkstromfreileitungsbau verwendet wird. In dem orangefarbenen Seil war dann noch ein grüner Faden mit eingearbeitet. Und von dieser Art Seil in der Farbe Orange mit einem grünen Kennfaden drin sind insgesamt nur 10.000 bis 15.000 Meter angefertigt worden und an die Baustellen der Firma SAG Starkstromgemeinschaft ausgeliefert worden. Die Seile werden von der Firma seit 1965 verwendet. Auf Befragung stellt sich dann heraus, dass diese Seile auch als Abschleppseil beliebt sind und einige Kollegen mit Sicherheit eins dieser Seile oder Teile dieses Seils im Auto haben. Weiterhin stellt sich heraus, dass das Stück, welches um Ulrike verknotet war, wohl ganz am Anfang abgeschnitten wurde, das heißt also wohl relativ früh nach der Anlieferung. Es wurde noch nicht benutzt, das konnte man dadurch sehen, dass es noch keine Ausbleichungserscheinungen hatte. Denn diese Ausbleichungserscheinungen treten beim Liegen im Freien schon nach ein paar Monaten ein. Also muss sich dieses Stück Seil längere Zeit im Dunkeln befunden haben, zum Beispiel in dem Kofferraum von einem Auto. Damit ist die Spur des Seils erst einmal beendet, denn die Kripo kommt mit der Spur erst einmal nicht weiter. Die hinzugezogenen Techniker und Ingenieure des Wasser- und Wirtschaftsamtes Lauenburg helfen dann der Kripo weiter. Sie sind hinzugezogen worden, um die Stelle herauszufinden, wo Ulrike ins Wasser geworfen wurde. Nach deren Berechnungen dürfte die Leiche in den 9 Tagen etwa 6 Kilometer getrieben sein. Allerdings wäre die Leiche vom Ufer aus kaum so weit in die Strömung gelangt, dass sie so weit hätte treiben können. Man geht also davon aus, dass sie von einer Brücke ins Wasser geworfen wurde. Und 6 Kilometer vom Fundort entfernt gibt es die Geestachter Staustufe, die praktisch auch eine Brücke ist. Und auf der Geestachter Staustufe findet die Kripo tatsächlich eine entscheidende Spur, die der Täter hinterlassen hat. Denn dort finden sie Verkehrsschilder, deren Füße mit einem Stein beschwert sind, wie sie an der Leiche von Ulrike gefunden wurde. Aber einer dieser Steine fehlt und wurde vermutlich mit diesem gelben Seil an Ulrike gebunden. Also wenn ich das jetzt noch richtig verstanden habe, war es wohl so, dass aktuell dort an einer Brücke gebaut wird. Und weitere kriminaltechnische Untersuchungen haben dann ergeben, dass eben dies einer der Steine ist, die eben speziell für den dortigen Brückenbau angefertigt wurden. Also nicht um die Schilder dann zu beschweren, sondern die wurden insgesamt für den Brückenbau angefertigt, aber einige hat man halt genutzt, um dann eben die Schilder zu beschweren. Das war dann die filmische Darstellung des Falls und dort wurde weniger Fokus auf das Opfer und die Tat gelegt, als auf die akribischen Ermittlungen. Und dies fand ich sehr interessant und gelungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und in der Nachbesprechung lobte auch Ede diese kriminalistische Leistung, dass genau herausgefunden wurde, von welchem Platz der Beschwerungsstein stammt und von dem Ulrike dann ins Wasser geworfen wurde. Der Kommissar geht davon aus, dass Ulrike erst an Ort und Stelle mit dem Stein beschwert wurde. Deswegen sucht die Polizei nach Zeugen, die ihn eventuell dort gesehen haben. Denn der Täter wird dafür einige Zeit benötigt haben. In der Nachbesprechung wird dann weiterhin mitgeteilt, dass das Fahrrad, welches Ulrike fuhr, nicht gefunden wurde. Ebenso konnte die Tasche, die Ulrike mit sich führte, wo sie ihre Schulbücher drin hatte zum Fach Mathematik, auch nicht gefunden werden. Und damit endete dann auch die Nachbesprechung.
Und dann gibt es noch einen interessanten Artikel aus der Landeszeitung für die Lüneburger Heide vom 22. Oktober 2018. Diesen Artikel findet ihr als Link auch in der Beschreibung. Und hier wird dann auch erklärt oder kann man erkennen, warum Wichmann dann der Täter sein könnte. Der Fall des mutmaßlichen Serienmörders Kurt Werner Wichmann beherrscht die Medien. Nachdem die Landeszeitung über einen überraschenden Waffenfund berichtet hat, greifen Zeitungen und Fernsehsender den Fall erneut auf. Und nun gibt es eine neue Verbindung zu einem Mord, für den auch Wichmann als Täter in Frage kommen könnte. Ulrike Burmeister verschwand am 14. Mai 1969. Zwei Wochen später wurde ihre Leiche an der Elbe bei Drage gefunden. Bei der Landeszeitung hat sich eine Lüneburgerin gemeldet. Sie sagt, ich habe mit Ulrike am Tag ihres Todes zusammengesessen. Sie ist von mir aus zur Nachhilfe geradelt. Dann wollte sie nach Hause, nach Adendorf. Ich habe sie noch gefragt, hast du keine Angst, durch den Wald zu fahren? Sie sagte, ich weiß schon, was ich dann mache. Und dann habe ich danach gehört, dass sie verschwunden und tot ist. Das kann ich nicht vergessen. Die Lüneburgerin hatte damals im Medizinaluntersuchungsamt mit der Schwester Ulrike zusammengearbeitet. Wir waren im Labor, haben uns unterhalten. Meine Kollegin Katrin sagte, dass ihre Schwester Ulrike Emaille-Schmuck mache. Für Schmuck habe ich mich auch interessiert. So trafen sich die Frau und das Mädchen am Nachmittag des 14. Mai vor 49 Jahren in der Wohnung der Lüneburgerin im tiefen Tal. Wahrscheinlich ist Ulrike mit ihrem Rad dann an den Sülzwiesen vorbei, den Ochtmisser Kirchsteig hinauf, zur Nachhilfestunde auf dem Kreideberg gefahren. Die Lüneburgerin erzählt ein Detail, das eine mögliche Verbindung zu Kurt Werner Wichmann herstellen könnte. Der Mann, der sich 1993 das Leben nahm, hat als Friedhofsgärtner gearbeitet. Ulrikes Vater habe für die Friedhofsverwaltung gearbeitet. Möglich also, dass die Männer sich kannten. Möglich, dass sie damals 14-jährige Wichmann über ihren Vater kennengelernt hat. Und deshalb arglos war, wenn er sie auf dem Weg nach Adendorf angesprochen haben sollte. Wie berichtet, hat die Lüneburger Polizei eine Ermittlungsgruppe eingesetzt, die sich mit dem Schicksal der Schülerin befasst. Zwar ermitteln die Beamten in alle Richtungen, wie es heißt, doch Wichmann kommt als möglicher Täter und Vergewaltiger in Frage. Er ist wegen Sexualdelikten aufgefallen, wird verurteilt, weil er 1970 eine Anhalterin vergewaltigte, sie niederschlug, in den Kofferraum seines Autos sperrte und mit der 17-Jährigen zur Baustelle des Elbe-Seitenkanals fuhr. Das Mädchen fand im Kofferraum einen Klappspaten, mit dem es Wichmann schlug, als er den Kofferraum öffnete. Die Jugendliche konnte ihn schließlich überreden, sie laufen zu lassen. Die LZ gab diese neuen Informationen an die Polizei weiter. Von dort hieß es dazu, wir gehen dem nach. So, das ist dann auch das Letzte und das Aktuellste, was ich zu dem Fall finden konnte. Aber schauen wir uns das mal an. Also Hans-Jürgen S. als Täter in dem Fall glaube ich nicht. Das passt meiner Meinung nach irgendwo nicht. Aber schauen wir uns mal Wichmann an. Also, Ulrike ist auf dem Fahrrad unterwegs, ist dort irgendwie überfallen oder angesprochen worden, wie auch immer. Und wird später an diesem, an der Elbe gefunden. Das Fahrrad wurde nie gefunden und auch die Tasche nicht. Und anscheinend ist bis heute der Tatort unbekannt. Dann gehe ich mal davon aus, dass sie in ein Auto verschleppt wurde. Mit dem Auto konnte der Täter dann direkt zur Tat oder später auch das Fahrrad natürlich gut vom Tatort entsorgen. Es könnte sein, dass er dann an einem anderen Ort über sie hergefallen ist und sie getötet hat. Und was für mich einfach hier ziemlich interessant ist in dem Punkt, er hat Ulrike dann versucht an dieser Geestachter Staustufe, war es, glaube ich, oder das heißt versucht, er hat sie dort anscheinend eben mit diesem Seil verknotet, diesen Stein angebracht und dann dort ins Wasser geworfen. Und auch in dem Fall 1970 hat er ja eine 17-Jährige,
die er gekidnappt hatte praktisch. Mit der ist er dann auch zur Baustelle des Elbe-Seitenkanals gefahren. Und wahrscheinlich hat er mit ihr dort genau das Gleiche vorgehabt. Also das ist für mich schon ein entscheidender Punkt. Normalerweise habe ich bisher relativ wenig mitbekommen, dass Täter dann Baustellen am Wasser gesucht haben und dann dort, sage ich mal, sich des Opfers entledigen wollen. Bei Ulrike hat sein Plan dann wohl soweit funktioniert und ich denke mir mal auch, dass er sich das vorher schon mal so angeguckt hat, weil ich glaube kaum, dass man dann im Nachhinein noch irgendwo rumfährt großartig und dann guckt, okay, wo finde ich jetzt doch irgendwas zum Beschweren? Ist das vielleicht in der Nähe einer Brücke oder ähnliches? Ich denke mal, das hat er sich vorher schon mal angeschaut. Und ich gehe mal davon aus, dass das der gleiche Fall dann eben 1970 war, dass er da auch gezielt eben diesen Elbe-Seitenkanal angefahren ist und dort eben, weil er eben wusste, dass dort eine Baustelle ist und dort Beschwerungsmöglichkeiten sind. Also das ist, was ich da spekulativ zu dem Fall sagen kann. Also ich bin ja oftmals der Meinung, dass man versucht, Fälle in Anführungsstrichen Wichmann in die Schuhe zu schieben, damit man sie gelöst hat. Und in diesem Fall würde ich jetzt aber ganz klar sagen, dass man es nicht abstreiten kann, dass da eine Verbindung besteht. Einmal ich wegen dieser Geschichte mit den Baustellen am Wasser. Und der andere Punkt ist natürlich auch, dass der Vater in der Friedhofsverwaltung gearbeitet hat. Er war Friedhofsgärtner und man kann sich tatsächlich gekannt haben und vielleicht hat Ulrike ihn wirklich gekannt und war vielleicht deswegen auch arglos und deswegen hat es vielleicht auch irgendwie nicht nach einem Kampf ausgesehen oder ähnliches. Also das ist jetzt meine Einschätzung zu dem Fall. Ich weiß ja nicht, vielleicht kommt irgendjemand von euch noch aus der Nähe, hat da ein paar weitere Informationen dazu. Dann schreibt es mir doch eben in die Kommentare oder schickt es mir per E-Mail. Ich schließe auf jeden Fall jetzt das Video. Bedanke mich bei euch fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!